Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundin, lieber Freund, liebe Kinder. Es ist eine schwierige Zeit, in der wir uns heute befinden. Vor allen Dingen, was unsere katholische Kirche betrifft. Das Schlimme nahm seinen Anfang vor etwa 3 Jahren. Wir besuchten einen Gottesdienst in einer Kirche in der Nähe von Hasewinkel. Ich möchte keinen Namen nennen und niemanden kompromittieren. Aber es war eine der schlimmsten heiligen Messen für mich persönlich, die ich erlebt habe. Der zelebrierende Priester predigte: Jesus ist Liebe. Jesus will, dass wir lieben. Jesus will, dass wir uns lieben. Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Ich war zu Tode erschrocken. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Was ist da los? Was passiert da gerade? Und ich habe es einfach so überbrückt und habe es einfach da geschehen lassen. Aber 14 Tage später, wieder dasselbe. In der gleichen Kirche und von dem gleichen Priester. Mittlerweile hatten sich aber auch andere Bistümer darauf eingeschossen, die Predigten schriftlich verteilen an die einzelnen Kirchen, und wo es dann nur noch über Gender ging. Es war für mich eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Etwa 2 Wochen später ging meine Frau in diese besagte Kirche, denn sie genoss diese Kirche, vor allen Dingen die Statue der Mutter Gottes. Es war so eine wunderschöne Statue, dass sie immer vor dieser Statue den Rosenkranz betete. Und an diesem besonderen Tag war durch diesen bunten, schönen Fenster ein Lichteinfall, und sie sagte, es kommt ja schon fast einem Regenbogen gleich. Den fotografiere ich gleich. Und sie sagte mir, es war so, als wenn ja eine innere Stimme sagte, nicht gleich, jetzt musst du fotografieren. Was sie dann auch tat, hat das Gebet unterbrochen und fotografierte zuerst diesen wunderschönen Lichtstrahl, beachtete es aber weiter nicht und brachte ihr Gebet zu Ende, kam nach Hause, und am Abend fiel ihr ein, dass sie ja dieses Bild fotografiert hatte und wollte schauen, was sie denn auf diesem Bild hatte. Sie war fürchterlich erschrocken und kam sofort zu mir ins Schlafzimmer und sagte, Rolf, schau mal, ich habe den Teufel fotografiert. Wohl bedacht in dieser Kirche, wo der Priester immer so nett gepredigt hat. Ich war geschockt, als ich auch auf diesem Foto den Teufel ganz klar erkennen konnte. Beruhigt hat uns aber, dass er in dem Boden zu sehen war, also unter Kontrolle der Mutter Gottes. Der kam aus seinem Boden nicht raus, die Mutter Gottes hat ihn kontrolliert. Aber er hat sich gezeigt, ich bin hier. Man hat ihn ja förmlich gerufen in diese Kirche, mit den Aussagen des Priesters, mit wollen wir uns lieben, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, wie kann man so etwas sagen? Aber das war die Belohnung, der Teufel in seiner Kirche. Meine Frau ging einige Tage später wieder in die Kirche zum Gebet, und der Priester lief ihr über den Weg und auch der Organist. Sie sprach sie darauf an, die beiden, und zeigte ihnen dieses Bild. Die beiden waren geschockt. Der Organist sagte, da gehe ich nie wieder hin, in diese Ecke, nein, da gehe ich nie wieder hin. Da sieht man auch die Einstellung zur Mutter Gottes. Wer die Mutter Gottes wirklich liebt, der braucht keine Angst haben, der wird schon sie beschützen. Sie beschützt ihn. Aber der Priester, der sah sich dieses Bild an und sagte, in meiner Kirche der Teufel, das darf doch nicht wahr sein. Aber er hat ihn genau erkannt. So, meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, wie geschockt wir sind. Wenn man den Teufel ruft, glauben Sie mir, er kommt in irgendeiner Form. Heute ist er überall zu finden.
Er wird ja förmlich eingeladen von den Kirchen, von den Priestern. Gott sei Dank gibt es aber noch ganz tolle und gute, die dem Herrn treu sind. Aber andere wiederum, die nur ihre eigenen Vorteile sehen. Was wollen die bezwecken? Was wollen sie bezwecken, dass sie sich jetzt den Andersgeschlechtlichen gegenüber öffnen? Ich habe nichts dagegen, es sind Menschen wie wir auch. Ja, und die haben eben halt ihre eigenen Empfindungen. Aber es steht ganz klar in der Schrift, es ist Sünde. Und man kann doch nicht verlangen, dass Priester die Sünde segnen. Ja, Gott sagt, es ist Sünde und es ist sein Segen, der da verteilt wird. Und das darf man nicht tun. Das kann man nicht tun, das kann man gar nicht verantworten. Ich bin also strikt dagegen. Dann kommen diese neuen, modernen Sachen, Maria 2.0. Ja, die KfD-Damen, die unbedingt das Priesteramt ausführen wollen, obwohl es nicht geht. Es geht einfach nicht, es ist festgelegt. Ja, pastorale Referenten, die in den Kirchen predigen, die gar nicht predigen dürfen, was der Papst verboten hat. Diese Leute stellen sich aber den Ambo und schimpfen über den Papst, dass er das verboten hat, dass sie da nicht stehen dürfen. Das sagen die noch selber und bekennen sich dazu. Und trotzdem predigen sie. Das ist doch alles nicht mehr normal, was heute in der Kirche läuft. Aber wir werden die Quittung bekommen. Bitte, meine Damen und Herren, schauen Sie sich die Botschaften der Mutter Gottes an. Weltweit erscheint sie heute. Ja? Und macht immer wieder und immer wieder aufmerksam. Es waren noch nie so viele Marienerscheinungen wie gerade in der heutigen Zeit. Wo sie bittelt und bettelt, betet, betet, betet. Öffnet euch wieder meinem Sohn. Hört auf ihn, folgt ihm. Der Herr, der kommt, es dauert nicht mehr lange. Ihre Worte, dann wird er kommen, so wie es das die Bibel verheißen hat. Er wird kommen und uns richten. Und es dauert nicht mehr lange, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundin, lieber Freund, bitte werdet wach. Ich habe mich heute noch mal hier hingesetzt, um ein wenig wach zu rütteln. Ich fühlte mich einfach verpflichtet dazu und verschließe mir nicht die Augen. Wir wissen doch alle, wir leben in einem Sodom und Gomorra. Ja, noch viel schlimmer. Man nimmt keine Rücksicht mehr auf die Kinder. Morgens, macht das Fernsehen an, was haben wir da? Sodom und Gomorra. Ja, wann begegnen wir Jesus am Tag? Nur wenn wir es wollen. Aber dem Teufel, wir brauchen nur das Fernsehen anmachen. Dann ist er da, dann haben wir ihn, dann begegnen wir ihm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundin, lieber Freund, bitte werdet wach, kämpft dagegen an. Und wenn jemand dieses schlimme, sündige Leben verteidigen will, lasst es nicht zu. Gebt ihm die richtige Antwort. Ich bitte euch, denn wir wollen doch alle in das Himmelreich. Aber der Weg zum Himmel ist keine Einbahnstraße. Wir müssen ihn uns hier auf Erden verdienen. Ja? Wir können doch nicht bei unserem Nachbarn anklopfen und sagen, immer, tut mir leid, ich habe mich die ganzen Jahre nicht um dich gekümmert und ich wollte von dir nichts wissen, aber du bist ja doch ein lieber Kerl und jetzt mach mir mal die Tür auf und lass mich rein. Stellt euch das so vor, wenn ihr da vor dem Himmelstor steht und Jesus sagt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Denn er hat ja gesagt, viele werden mit den Zähnen knirschen, mit den Zähnen knirschen, wenn sie ins Himmelreich eingehen wollen. Und er stürzt uns nicht in die Hölle, wie wir das annehmen. Weil wir auf einmal unser Gewissen sehen, unsere Sündhaftigkeit, die Sünden, die wir noch als Flecken auf unserer Seele haben. Glaub mir, wenn wir das erkennen, dann springen wir freiwillig in die Hölle. Weil wir wissen, zu Gott darf nur Reines. Alles, was rein ist,
Und dafür hat er uns ja auch noch das Fegfeuer geschenkt. Ja, dass wir uns dort reinigen können. Und das ist kein Feuer, was da brennt. Das heißt eben halt so, aber dieser Schmerz, Gott nicht schauen zu dürfen in der Zeit, solange wie der Reinigungsprozess dauert, das ist furchtbar. Padre Pio hat gesagt, ein Tag im Fegfeuer ist schlimmer als alle Qualen der Welt im gesamten Leben. Deswegen bitte, lasst uns wieder an unser Seelenheil denken und widersprechen wir dem Irdischen, diesen Verlockungen, dem Angebot des Teufels. Ich danke Ihnen, dass Sie mir bis hierher zugehört haben und wünsche Ihnen alles Liebe. Aber eins habe ich noch zu verkünden. Wir verlassen Nordrhein-Westfalen, weil wir uns hier nicht mehr wohlfühlen, wirklich nicht mehr wohlfühlen. Wir gehen nach Bayern, nach Altötting, zur Mutter Gottes und hoffen, dass wir dann endlich unseren Zielbahnhof erreicht haben. Und ich denke, wenn wir dort sind, werden wir zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, viel Gesundheit und seien Sie wie immer behütet. Ihr Rolf Strievermann.